Sie haben noch eine schwierige Aufgabe vor sich, Sigi. Sie werden mich davon überzeugen müssen, dass Sie nicht zur Polizei gehen. Sonst schneide ich Ihnen nämlich den Adamsapfel aus und verspeise ihn zum Frühstück. Hallo, Chuck. Guten Morgen, Rick. Hoffentlich haben Sie gute Neuigkeiten für uns. Du wirkst überhaupt nicht nervös. Amber hat tolle Kritiken gekriegt. Das hat aber nichts zu sagen. Der Presse kann die Kollektion gefallen, aber den Kunden nicht. Für Mom hängt wahnsinnig viel davon ab. Wenn das neue Gesicht von Forrester durchfällt, ach, dann... Ach, Schatz, das wird sicher nicht der Fall sein. Na komm. Deacon? Ja? Gehst du schon mal rein, Liebling? Ich komm gleich nach, okay? Ja, gut. Danke. Ich wollte Sie nur vorwarnen. Brooke ist zurück. Hat sie Whip verlassen? Nein, nein, er ist auch hier. Wieso sind Sie nicht mehr in den Flitterwochen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich wollte Ihnen aber einfach nur Bescheid sagen. Ich verstehe nicht, Megan. Ja? Ich komme. Wir reden später weiter. Bitte sag mir, dass du Whip verlassen hast und dass ihr nicht mehr zusammen seid. Wir hätten noch nicht zurückkommen sollen. Hier passiert so viel, worum ich mich kümmern muss. Aber ich hatte dich gerade so weit, dass du endlich entspannt warst. Jetzt bist du wieder total verspannt. Vor allem... Hier. Au. Tut mir leid. Es liegt sicher daran, dass du Deacon wiedersehen wirst. Ja, das lässt sich auf Dauer nicht vermeiden. Kriegst du das hin? Hm? Hey. Das musst du. Ihm ist bewusst, dass ich verheiratet bin. Er ist bereits die ganze Zeit über mit deiner Tochter verheiratet. Hat ihn das irgendwie gehindert? Na komm, das ist die letzte große Hürde. Du musst ihm klarmachen, dass unsere Ehe echt ist. Dass dein Gelübde ernst gemeint war. Und wie soll ich ihn davon überzeugen? Erzähl ihm, wir hätten tollen Sex. Er weiß genau, wann ich lüge. Ja. Wir könnten es noch immer wahr machen, weißt du? Wir haben hier ein großes Bett und eigentlich sind wir noch immer in den Flitterwochen. Whip. Ich weiß, ich weiß. Du willst warten, bis das Baby geboren ist. Ich verstehe das. Aber Deacon bestimmt nicht. Wenn er erfährt, dass wir noch nicht miteinander geschlafen haben, wird er alles Mögliche reininterpretieren. Und denken, du lässt dir ein Hintertürchen offen. Und wenn er da recht hätte... Nein. Ich habe mit Deacon abgeschlossen. Gut. Dann musst du ihm das auch klar machen. Nur dann kann er seinen Weg gehen. Und deine Tochter hat auch nur dann eine Chance, ihre Ehe zu retten, wenn du ihn davon überzeugst, dass wir ein Liebespaar sind. Tut mir leid, dass ihr auf mich warten musstet. Schon gut. Setz dich. Hallo, Schatz. Wie geht's dir ohne deine Tabletten? Alles bestens. Schön. Also gut, dann wollen wir jetzt mal anfangen. Chuck hat in den letzten Wochen hart daran gearbeitet, sämtliche Zahlen zusammenzustellen, die für die Einführung der Ambrosia-Line relevant sind. Darf ich bitten, Chuck? Ja, gern. Bei einer noch nicht getesteten Kollektion müssen wir hinter die Zahlen blicken. Nicht, was sich gut verkauft hat, sondern was Anklang findet, ist von Interesse. Und wo noch Korrekturen nötig sind. Mom! Oh, hallo, was machst du denn hier? Oh... Ich hab gedacht, ihr seid noch in den Flitterwochen. Er sagt, dass wir das nicht mehr sind. Ja, unsere Flitterwochen werden niemals enden. Oh. Wie geht's denn so, Bridget? Gut. Hallo, Mom. Wie geht's dir? Hallo, Rick. Gut, danke. Ha! Hey, du kleiner Frechdachs. Komm jetzt spielen. Okay, ich will mich nur noch schnell fertig eincremen, einverstanden? Ich glaub's noch immer nicht. Mein erster Tag, an dem ich für Amber Forrester arbeite und ich kann ihn nicht genießen. Ich mache mir solche Sorgen um Mom. Eigentlich bräuchte sie einen Babysitter. Ich rufe nicht die Polizei. Ganz bestimmt nicht. Warum sollte ich Ihnen das glauben? Ich hatte überhaupt nie vor, Sie zu rufen. Ich wollte Sie doch nur aus der Reserve locken.
ist Ihnen wirklich gelungen. Sie sind ein cleverer Junge. Ich stehe zwar auf scharfe Frauen, aber das war zu scharf. Ich wette, Sie haben nicht oft ein zweites Date. Wieso sind Sie noch hier? Ich war neugierig. Ich finde Frauen einfach toll, die so gut auf sich aufpassen können. Wie, ich bedrohe Sie mit einem Messer? Und Sie finden das reizvoll? Ja, ich hab's verdient. Ich hab sie provoziert, und zwar mit voller Absicht. Eigentlich wollte ich wissen, wo sich die kleine Miss Erica versteckt hält. Ich dachte, ich finde ein kleines, verängstigtes Mäuschen vor, aber stattdessen sind Sie da eine Löwenmutter. Ich will, dass Sie sofort verschwinden. Sind Sie da wirklich sicher? Passen Sie auf, dass ich meine Entscheidung nicht bereue. Packen Sie das Ding da weg. Sie brauchen mich noch. Was? Ich soll Sie brauchen? Irgendjemand brauchen Sie. Wieso nicht mich? Anscheinend können Sie Ihr Gesicht in der Stadt nicht zeigen. Ein Jammer. Hübsches Gesicht. Das spielt keine Rolle. Ich bin sowieso nicht lange hier. Ja? Wollen Sie etwa ohne Erica nach Hause fahren? Nein. Dann werden Sie wohl noch eine Weile bleiben müssen. Sie wird hier nicht weggehen. Was wissen Sie schon, was meine Tochter macht oder nicht? Ich weiß, dass sie bei den Forresters rumhängt. Sie arbeitet da. Mal im Ernst, was nützt es, wenn Sie Ihre Tochter jetzt nach Hause schleifen? Sie wird sowieso in 0, nichts wieder hier auftauchen. Lassen Sie ihr Zeit. Sie hat sicher schnell genug die Nase voll. Warum sagen Sie das? Wie viel wissen Sie über die Forresters? Nicht sehr viel. Naja, Sie sind nicht ganz so, wie es in den Zeitschriften geschrieben steht. So absolut perfekt. Sie haben auch Probleme. Leichen im Keller. Genau wie der Rest von uns. Ich meine, nicht so wie Sie, aber... Sei es drum. Ihre Tochter hat das jedenfalls noch nicht geschnallt. Aber das wird sie. Was meinen Sie? Sie wissen doch irgendwas. Nein. Nein, das ist völlig unmöglich. Wie sollte jemand wie Sie Insider Wissen über die Forresters haben? Auf einmal ist die Dame doch interessiert. Dann werde ich mal lieber gehen. Solange ich noch klar denken kann. Also, man sieht sich. Warum seid ihr schon zurück? Gab es irgendwelche Probleme? Nein. Nein, alles in Ordnung. Sogar mehr als nur in Ordnung. Es war wirklich wundervoll. Aber widmen wir uns jetzt lieber geschäftlichen Dingen. Ich würde gerne hören, was Chuck zu berichten hat. Es ist wie ein Hochzeitsgeschenk. Die Kollektion ist ein großer Hit. Oh, großartig. Das ist ja fantastisch. Toll. Warum überrascht das alles so? Sehr gut, das ist wundervoll. Ganz im Ernst? Die Prognosen für diesen Monat wurden bereits übertroffen. Um einiges. Ja, da hast du's, Rich. Super, Schatz, komm her. Du hast das geschafft. Du hast das allen gezeigt. Gut, Chuck, dann erklären Sie uns das mal im Einzelnen. Gern. Auf Seite 3 habe ich die Entwürfe nach Ihrer Beurteilung eingestuft. Basieren diese Ergebnisse auf Ihrer Umfrage? Ja. Die zweite Spalte zeigt, wie es mit den Verkaufszahlen aussieht. Wie Sie sehen, stimmen die beiden nicht immer überein. Aufgrund der Verkaufszahlen müsste man die Produktion der Federtops einstellen, stimmt's? Was ein großer Fehler wäre. Sie sind ein Magnet. Die Frauen identifizieren sich mit der Kollektion, finden sie toll. Die meisten haben nur nicht genug Mut, die Tops auch selbst zu tragen. Gut gemacht, Deacon. Das haben Sie veranlasst. Was? Das Federtop ins Musikvideo einzubauen, war eine super Idee. Gut gemacht, Schatz. Aber die größte Überraschung ist noch nicht mal auf der Liste. Das war der Verkaufsschlager. Und warum ist er nicht drauf? Weil es keiner der Entwürfe ist. Es ist die Handtasche. Aber das ist doch bloß eine Tasche. Sie haben recht, ganz genau so ist es. Und wissen Sie, was das bedeutet? Es ist nicht die Tasche, die sich verkauft, Amber. Es ist die Marke.
Ihr Image ist total angesagt. Megan, sagen Sie Henry, dass wir die Produktion der Taschen drosseln. Okay. Aber warum denn das? Das ist doch klar. Keine Trendsetterin sieht ihre Tasche gern am Arm einer anderen Frau baumeln. Es ist sehr selten, dass man dermaßen auf Gold stößt, aber wenn das der Fall ist, verknappt man die Ware, steigert so die Nachfrage und erhöht dann den Preis. Und reitet auf der Welle, solange sie anhält. Echt aufregend. Es geschieht alles so, wie du vorhergesagt hast. Du warst auch nicht ganz unbeteiligt. Ich denke, ihr verdient alle ein großes Lob. Ihr habt sehr gute Arbeit geleistet. Aber ihr dürft euch nicht auf euren Lorbeeren ausruhen. Ihr habt einen hohen Standard gesetzt und müsst doppelt arbeiten, um ihn zu übertreffen. Du kannst dich auf uns verlassen. Das tue ich, mein Junge. Gut, ich denke, das war's dann, Chuck. Danke. Oh, mein Glückwunsch. Ihnen allen. Möchtest du irgendwo feiern oder gehen wir lieber essen? Ich gehe nach Hause. Nach Hause? Ich will nach Eric sehen. Gut, ich muss nur noch ein paar Telefonate für dich sehen. Dann bis morgen. Und dann komme ich auch nach Hause. Wiedersehen, Paul. Hab ich's nicht gesagt. Brooke, ich muss mit dir reden. Liebling, kommst du? Bitte. Ja. Hat dir das Baden Spaß gemacht? Ja. Ja? Was willst du jetzt essen? Ein Hotdog. Klingt lecker. Also ich muss jetzt kurz telefonieren und dann essen wir, ja. Okay? Gut. Erika? Hallo, Mom, wie geht's dir? Mir geht's nicht besonders gut. Ich hab diesen Unsinn wirklich satt. Ich möchte, dass du sofort wieder nach Hause kommst. Ja, klar, Mom. Ich lass kleinen Eric einfach allein im Swimmingpool planschen. Reiß dich bitte zusammen. Würde dir am liebsten den Kopf abreißen. Jetzt beruhig dich wieder, Mom, okay? Wieso kommst du nicht einfach her? Was? Iss mit uns zum Mittag und anschließend zeig ich dir hier alles. Mom, wenn du das Haus hier siehst und wie diese Leute leben, dann wirst du begreifen, was für eine unglaubliche Chance das ist. Ich weiß bereits genau, wie diese Leute leben. Nein, Mom, das weißt du nicht. Sowas hast du bestimmt noch nie gesehen. Und ich habe mich mit Rick und Amber langsam richtig angefreundet. Das reicht. Ich will kein Wort mehr davon hören. Du setzt dich jetzt sofort ans Telefon, rufst sie an und sagst, dass du krank geworden bist und gehen musst. Warum versuchst du mir alles kaputt zu machen? Bitte vertrau mir nur dieses eine Mal. Ich habe mich so bemüht, dir Sicherheit zu geben und du weißt das gar nicht zu schätzen. Aber Sicherheit ist nicht das Einzige, was ich im Leben will, Mom. Weißt du, du kannst das nicht verstehen, weil du nie was Aufregendes erlebt hast. Begreif endlich, dass es für mich das Richtige ist, was ich tue. Eric, Schätzchen, Mami ist wieder da. Oh Gott. Okay. Nur eine Pille. Eric darf mich nicht so sehen. Flügelchen an. Hör zu, Mom, ich muss Schluss machen. Amber ist hier. Oh Gott,
Ich hätte dich nicht allein lassen sollen. Hey! Schätzchen, geh rein und spiel drin weiter. Mami kommt gleich nach, okay? Wo waren Sie? Sie haben ihn allein gelassen. Nein, ich... Ich hab es doch gesehen. Er saß am Pool. Ohne Aufsicht. Er hätte reinfallen und ertrinken können, Erika. Aber ich hab ihn wirklich ständig beobachtet. Das schwöre ich Ihnen. Keine Sekunde hab ich ihn aus den Augen gelassen. Ich hab nur kurz telefoniert. Sie haben mit Ihrer Freundin telefoniert? Sie telefonieren mit Ihrer Freundin, während mein Sohn... Los, raus hier, raus hier! Was? Sie sind gefeuert. Wie können Sie... Verschwinden Sie! Verschwinden Sie endlich! Raus! Lassen Sie es mich doch wenigstens erklären. Verschwinden Sie! Komm. Was machst du denn? Wir müssen uns unterhalten. Was ist denn? Was hat das zu bedeuten? Wieso? Was meinst du? Du hast die Flitterwochen abgebrochen. Interpretier da nichts Falsches rein. Entschuldige, wenn mich das verwirrt, aber als wir uns zuletzt gesprochen haben, wolltest du Bridget die Wahrheit sagen. Dass du mich liebst und von mir schwanger bist. Deacon, ich konnte es einfach nicht. Und ich bin froh darüber. Es wäre falsch. Aber es ist richtig, mit einem Typen verheiratet zu sein, den du nicht ausstehen kannst. Ich mag Whip. Du magst Whip? Er ist sehr, sehr nett zu mir. Was glaubst du, wie lange das gut geht? Vermutlich wird er irgendwann eine echte Ehe führen wollen. Er führt eine echte Ehe. Ich spreche von Sex. Ich weiß, wovon du sprichst. Nein. Nein. Bitte sag, dass du nicht mit ihm geschlafen hast. Du erwartest von mir ein Kind, sag mir, dass es eine Lüge ist. Bitte, Brooke, sag, es ist eine Lüge. Hallo, Erika. Was haben Sie? Nichts. Ist was mit kleinen Eric? Alles in Ordnung? Ja, es geht ihm gut. Aber das ist nicht Ihr Verdienst. Okay, was ist passiert? Sie hat ihn allein am Pool gelassen und wagen Sie nicht, mir zu widersprechen. Rick, ich war da, ehrlich. Sie hat mich nur nicht gesehen. Sie spaziert weg und lässt ihn allein am Pool zurück. Das würde ich niemals tun, wirklich nicht. Okay, beruhigt euch erstmal und lasst uns in Ruhe darüber reden. Nein, ich will nicht darüber reden. Ich fand es von Anfang an nicht gut. Ich werde Klein Eric nie wieder mit ihr allein lassen. Bitte lassen Sie mich wenigstens alles erklären. Um uns noch mehr Lügen aufzutischen? Ich habe die Wahrheit gesagt, Amber. Vielleicht sollten wir uns darüber unterhalten, wenn Sie sich wieder besser fühlen. Verstehe. Verstehe. Sie unterstellt mir, ich wäre betrunken, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Amber. Wahrscheinlich haben Sie einfach nur voreilige Schlüsse gezogen. Was fällt Ihnen ein? Was fällt Ihnen vor? Langsam, langsam, Sie wissen, beruhige dich, Amber. Ganz ruhig, hör auf. Wenn Ihnen was passiert wäre, hätte jetzt ich auf, Amber. Jetzt beruhige dich wieder. Nein. Beruhige dich wieder. Wir gehen der Sache auf den Grund. Nein, da gibt es nichts, auf den Grund zu gehen. Amber. Sie soll hier verschwinden. Hör auf.